Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ihr seht, ich bin so happy und glücklich. Warum? Ich darf was auspacken. Ich habe mir was bestellt und ich möchte das mit euch zusammen austesten. Das ist wieder ein Unboxing, ein erster Eindruck. Video. Ich liebe solche Videos. Also, ich drehe es selber gerne und ich schaue mir das auch gerne an. Nur ein Disclaimer nochmal, Freunde. Erste Eindrücke sind keine Reviews. Fundiert kann man da auch nicht genau sagen. Das sind halt die Emotionen, meine Reaktion in diesem Moment. Es kann sein, in ein paar Wochen, wenn ich die Düfte dann richtig vorstellen sollte, kann das auch sein, dass ich dann sage, oh, beim Tragen hat es mir dann nicht gefallen. Wegen der Haltbarkeit kann ich auch nicht groß sagen und wegen der Silence. Ihr merkt es, ich tue schon langsam aufreißen. Ich habe dieses Päckchen seit 1,5 Wochen daheim. Ich bin nicht zum Videodrehen gekommen, geschweige zum Kommentieren, wenn ihr was reingeschrieben habt in YouTube bei mir. Es ist wirklich eine harte Zeit. Bleibt daheim, ja, dass die Leute gesund bleiben. Ich bin auch selber in einer medizinischen Bereich tätig und mir geht's gut. Mir geht's gut. Wir schauen mal, wie lang. So, ich packe es schnell aus, damit es nicht zu sehr Krach macht. So. Schaut's mal her, was ich mir bestellt habe. Das ist eine Riesenkollektion, Freunde. Ich erzähle mal bisschen was von der Marke. Das ist Alexandra G. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Ich verwechsle immer J mit Y. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. So, jetzt machen wir mal das auf. Ich muss auch ein bisschen erzählen, warum ich was immer bestelle. Euch ein bisschen mit einklinken könnt. Wenn ich einfach was vorstelle, ohne meine Gedanken, meine Hintergründe zu erläutern, ist es ein bisschen platt, die Geschichte. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Die Marke interessiert mich schon länger. Richtig sehr, sehr lang. Ich habe sogar einen Tube, oh, den habe ich jetzt nicht rausgeholt. Machen wir so nebenbei noch, weil es wird noch nützlich sein. Ja, es kommt noch. Und ich habe das bei Notino bestellt und es war relativ, also sehr, sehr günstig. Ich habe ein Schnäppchen gemacht. Die haben nicht immer die Preise gleich. Das ändert sich täglich bei denen. Aber ich füge mal hier mein Einkaufspreis. Und das ist eine Kollektion, Freunde. Oh, die Schachtel. Also wenn ich bin kein Schachtelfan, ja. Ich bin jetzt kein Package-Opfer, aber heute schon. Es ist ja richtig, richtig barock. Dieser Hauptduft ist Ma der, ja, der da. Oh, ja. Gut, ich weiß nicht, das wird jetzt ein langes Video, glaube ich, weil ich habe einiges, was mir durch den Kopf geht. Ich habe mir Safer Oud Vanille gekauft. Die Duftkompositionen haben mir so gut gefallen. Das ist mein Duft des Tages. Ich sprühe es jetzt mal erst an mein Air. Was ist das denn? Also Leute, diese Verpackung, diese Außending ist, schaut mal, das ist fliegt raus. Das ist aus Metall, ja, ich weiß nicht, das ist nichts für mich, Leute, das ist nichts für mich. Ich tue das jetzt weg, das ist, ja. Ich werde es jetzt erstmal an meinem Handgelenk sprühen, um zu schauen, wie es riecht. Puh, oh, Sonnencreme, absolute Sonnencreme-Feeling. Ich rieche Sonne, warm, oh, richtig toll. Richtig toll, leicht holzig. Ja, es hat einen Verlauf. Du spürst es jetzt schon. Keine Alkoholfahne, auch beim Start nicht. Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich richtig gut. Es hat aber etwas so animalisch Beißendes. Jetzt müssen wir warten. Wenn ihr so Guerlain Terracotta, nicht Terracotta, doch Terracotta heißt der. Oder wenn ihr Mädels seid, die
gerne pudrige Düfte mögt, also den Duft kann ich euch empfehlen, wenn ihr Vanilledüfte mögt, wenn ihr Kokosdüfte mögt, wenn ihr Strandfeeling mögt. Was fällt mir noch schnell ad hoc ein? Es ist auch ein toller, toller Duft. Ich habe den auch hier in der Nähe. Moment, wenn ihr diesen Duft kennt, Tesori Orient, Byzantinum, geht auch in die Richtung, ist aber nicht zu süß wie der. Das ist so ein Schmeichlerduft. Was fällt mir gleich wieder ein? Guerlain, Magic Instant. Solche Ladies, die mögen das. Das ist aber für mich, muss ich sagen, riecht er immer noch sehr, sehr feminin. Es wird als Unisex gehandelt, aber für mich ist er schon sehr, sehr feminin. Ich kann es mir natürlich bei einem sehr metrosexuellen Mann vorstellen, mit seinem eigenen Geruch noch gepaart. Ich habe ja noch die Kollektion und wir werden jetzt ein paar Mal anschauen. Ich schnupper so vom Fläschchen schon was raus. Also ich habe es jetzt nicht aufgesprüht. Ich werde es jetzt auch nicht auf meiner Haut tragen, Freunde. Tüchlein sprühen und schauen, was es macht. So, Oud ist nicht mein Richtung. Ich komme Oud sehr, sehr langsam näher. Und Vanillendüfte. Oh ja, okay. Oh, das ist eine sehr, sehr animalische Rose. Am Anfang fruchtig, was ich richtig toll finde. Es ist wirklich kein Alkoholfahne zu riechen. Erinnert mich sehr, sehr stark an meinen Kajali-Duft, aber Kajali-Elixier ist ein bisschen amberisierter. Das ist schon animalisch holzig, auch sehr, sehr feminin wieder. Ich kann mir das leider echt nicht bei einem Mann vorstellen. Sorry, aber da ist so viel opulente Rose. Oh. Ich rieche Hölzer, helle Hölzer. So richtig, so was rieche ich, so Kaschmirholz. Irgendwie rieche ich Kaschmirholz, ich weiß es nicht. Aber kommt Moschus, also da ist Moschus drin, hundertprozentig. Da ist Amber drinnen, bin ich mir nicht richtig, richtig sicher. Aber Hölzer, sehr viele Hölzer. Oud, so dieses richtige Oud, was ich nicht mag, rieche ich leider nicht. Was heißt leider? Nee, es ist nicht leider, es ist wirklich gut. Ich rieche keinen starken animalischen Oud, überhaupt nicht. Die Hölzer, ich vermute mal, ich rieche auch ab und zu diesen anderen Duft, was ich aufgesprüht habe. Das ist halt das Problem, wenn man mehrere Düfte testet. So. Aber ist halt alles sehr opulent und barock. Barock, also, wenn ihr wisst, was ich meine. Den Duft würde ich mir jetzt so nicht kaufen wollen. Ich habe so viel Rosendüfte. Es muss schon ein Rosenduft sein, was ich dann nicht kenne. Ich habe Kajali als Ersatzduft. Da sind nicht zu viele Hölzer drin. Das geht, tendiert zum Holz auch. Aber das ist auch, der Name sagt ja auch Holz. Also Adler. Holz, wie hat es Oud? Oud, ja. So, jetzt testen wir noch eins. Ich weiß nicht, ob ich, okay, ich weiß nicht, ob ich alles schaffe, aber ich von der Geruchsentwicklung ist es sehr stark und man man kann es leider im Licht nicht sehen, aber ich habe einen sehr schönen Ölfilm. Also man sieht, da ist Ölanteil drinnen. Es macht auch einen sehr guten Qualitätsduft Eindruck, muss ich sagen. Gut, jetzt kommen wir mal. Wenn ich es rausbekomme, Leute, die sitzen wie die Pest da drin. Also wirklich, das sitzt. Diesen Duft habe ich daheim als Klo. Das heißt, bekomme ich es nur hin? Mandarin, Sultane, Mandarin, glaube ich.
als Tube, was ich daheim habe von Eklat. Sollen wir den rausholen? Nein, das wird dann wieder so ein Vergleichsduft. Ich möchte das jetzt nicht vergleichen. Ich füge das jetzt hier den Tube Nummer ein. Irgendwann vielleicht vergleiche ich es, aber ich möchte das jetzt so testen. Der interessiert mich auch brennend. Und wo ich dann gesehen habe, das ist in der Kollektion, also in dieser Sammlung dabei. Ich glaube auch, die haben die ganzen richtig bekannten Düfte da reingetan. Und ihr wisst, ich liebe sowas, Freunde. Das ist für mich High-Gefühl. High. Ich bin auf Wolke 3000 Millionen. Ich weiß nicht, welche Wolke ich bin, aber ich habe einen großen Duft, den ich öfters tragen kann, sogar abfüllen könnte für euch. Und dann habe ich so viele kleine Düfte. Bei einer Parfümliebhaberin wie mich, die so viele Düfte haben, sind solche Luxusgüter, 8 Milliliter zum Testen. Und wenn man testet und ab und zu mal wieder an den Duft denkt und denkt, oh, ich möchte den aufspüren, das ist so toll. So eine 30 Milliliter, 50 Milliliter, 100 Milliliter, wenn du keinen Verkauf machst damit oder abfüllen anbietest, ist es so schade oft daheim. So, jetzt kommen wir mal endlich zum Duft, Leute. Ich sitze vor trockenen Düften hier. Oh, okay, der Start ist ein bisschen anders. Okay. Ich habe den anderen Duft natürlich in meiner Erinnerung. Gut. Oh ja, das ist ein toller Duft. Freunde, jeder, der Düfte mag, wie Tom Ford, Amalfi, Mandarine, Küstengeruch, Holz, da ist so viel Holz drin, da ist so viel Holz drinnen. Oh mein Gott, da ist, ich weiß nicht, was da alles drin ist. Das kann auch sein, dass er wieder, dass da drin auch Oud ist. Ich habe die Duftkomposition nicht im Kopf, aber ich rieche Mandarine raus, glaube ich, weil der Name auch so heißt. Also es ist halt volle Zitrus, aber Zitrus nicht in Zitrus sind, sondern Zitrus in einem sehr wohlig kuscheligen, also kein Chlorsteingeruch oder kein zu zitrischer Duft. Gefällt mir. Das ist mehr Holz, mehr balsamischer, zitrischer Duft. Das ist, ich könnte es gar nicht zitrisch nennen. Ich kann es auch nicht richtig fruchtig nennen. Das ist top für Leute, die fruchtige Düfte mögen. Es erinnert mich aber auch stark, sehr stark an einen Duft, den ich daheim habe. Casablanca. Oh, Casablanca. Da kann auch sein, dass der Amber drin ist. Boah, doch, das erinnert mich wirklich sehr, sehr stark an Casablanca. Ich schaue immer in diesen Display. Sorry, ich muss da in die Kamera reinschauen. Meine neue Kamera. Wie gefällt diese euch? Diese Qualität. Ich liebe die Qualität. Aber dieser Display, das ist so ein Mistkröte. Die schaut immer so nach Seite. Den Dupe, den ich von Eclat habe, ist ein Duft für sich selber. Also es ist ein sehr, sehr toller Duft, sehr, sehr fruchtiger Duft mit bisschen Creed-Ähnlichkeit und bisschen Frucht noch mehr und sehr, sehr weiblich. Und dieser Duft ist schon Unisex. Sehr, sehr toller Duft, muss ich sagen. Wirklich gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich würde mir den sogar als groß kaufen. Ich mache es jetzt nicht, weil ich den kleinen habe. Das reicht bei meiner Kollektion, Leute. Das reicht. Aber ich hasse die Verpackung. Es gefällt mir, einerseits gefällt es mir, aber andererseits gefällt es mir nicht. Wenn es nur so gewesen wäre, ohne diesen Bimborium, aber das ist wieder so eine Geschmackssache. Also meine persönliche Meinung. Ja, es ist, mir sind die Kleinen viel, viel lieber. So, jetzt packe ich noch einen raus. Ich rieche diesen Duft, den ich als erstes aufgesprüht habe, hier so deutlich. Also ich denke schon, dass er die ersten 2 Stunden einen sehr raumdeckenden Geruch hat. Also ich würde da acht geben.
Freunde, 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 jetzt kommt Violet, Violet. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich habe jetzt den nicht mehr im Kopf. Jetzt gucken wir uns einfach mal an, was der Duft uns so sagt. Okay, ich sprühe das mal schnell auf. Sehr fruchtig, absolut eine Fruchtbombe. Auch keine Alkoholfahne, Freunde, absolut nicht, gefällt mir. Ich rieche erst noch Früchte, aber ich weiß nicht mehr, was das für eine Frucht ist. Also ich kann es nicht definieren. Schon ein sehr gefälliger Duft. Da ist jetzt nicht zu stark mit Hölzer gearbeitet worden. Jetzt langsam geht der, jetzt kommt der in seine normale Richtung. Ein sehr, sehr fruchtiger, blumiger Duft. Das sind Duftblüten, die ich mag. Ja, es greift mich nichts Böses an. Also es gibt so ein paar Düfte, wo ich dann auch manchmal denke, oh ja, das passt so nicht rein. Aber das ist ein sehr schöner, ausgeglichener Duft. Könnte ich so mir als Alltagsduft vorstellen. Es hat was, es hat was. Es hat eine Anziehung. Aber ich kann jetzt so ganz genau nicht sagen, oh, da ist Rose drin, da ist Veilchen drin, da ist das drin. Also ich rieche, es ist so undefinierbar. Es ist sehr blütig, also sehr blumig, fruchtig, holzig. Aber was da so noch rauskommt, ich rieche Vanille immer wieder, aber es kann auch mein Arm sein. Ich rieche auch so sehr stark Gehölze da. Es kann auch mein Arm sein, weil doch da ist viel auch Holz. Es geht langsam, es verändert. Es ist ein toller Verlauf drin. So, jetzt machen wir noch einen und dann hören wir auf. Das sind 6 kleine Proben. Also was heißt klein? Für diese Proben bezahlst du auch locker, je nach Anbieter, 8 bis 14 Euro. So, jetzt habe ich den da, den silbernen. Das sieht männlich, kalt, kühl aus. Fühlt sich in der Hand so ein bisschen komisch. Jetzt gucken wir mal, was das uns jetzt sagt. Was uns dieser Duft. Ich habe auch keinen Plan, wie der heißt, Freunde. Ich müsste da jetzt reinschauen und ich habe keinen Bock, in Notizen rumzustöbern. Jetzt gucken wir mal. Jetzt sprühen wir uns das nochmal an. Der Zerstreuber, sieht ihr, wie schön der sprüht. Das macht einen Qualitätstester aus. Oh, gefällt mir. Oh, klasse. Klasse. Für Frauen, die Chanel mögen, für Frauen, die Prada, auch ein Herrenduft, also so schöner Duft. Aber ich rieche Rose, es ist kalt, kühle drinnen, Hölzer, sehr viele Hölzer. Es erinnert mich auch stark an meinen Musico Bianco. Kann gut möglich sein, dass da auch Aldehyd drin ist. Da kann auch sein, dass da Moschus drin ist. Sehr, sehr schön. Am Anfang fruchtig, jetzt wird er kälter. Ich rieche was. Kann das Rose sein? Ich errate. Aber sehr, 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 sehr toller Duft, muss ich sagen. Auch Unisex. Für mich waren jetzt alle irgendwie bis jetzt. Ich habe die Düfte nicht bis zur Basis gerochen. Also vielleicht nur ein bisschen Kopfnote und Herznote. Also wie sich so richtig entwickelt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber bis jetzt von der Entwicklung haben die Düfte, die ich jetzt getestet habe, schon einen Touch zur Feminität, also so richtig maskulin hat bis jetzt keiner gerochen. Da sind aber auch noch 2 weitere drinnen. Der
Der Amalfi, wollte ich schon sagen, der gefällt mir sehr, sehr gut persönlich. Der Rosenduft, dafür habe ich so viele Rosendüfte, also ich bin so gesättigt. Universen verändert riechen, dass ich eine Rose dann in meine Kollektion reinhole, weil ich so viele Rosendüfte habe. Auch als Abfüllung, Freunde, ihr wisst nicht, wie viel Abfüllung ich habe. Will ich selber nicht wissen. Kleine Pröbchen, große Pröbchen. Egal, lass mal's. Ich möchte nicht noch mehr sprühen, weil dann mein erster Eindruck gar nicht richtig funktioniert. Ich habe so viel in den Händen. Ich habe hier, und das sind Düfte, die auch im Raum zirkulieren. Meine Nase ist gewöhnt, viele Gerüche zu riechen und verschiedene. Ich kann es noch unterscheiden, aber für den Videoqualität und für den Eindrucksqualität will ich es doch lassen. Mir hat es so richtig Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann schreibt es mal unten in der Bemerkungen, Kommentaren rein, was ihr davon hält, ob ihr die Düfte kennt und ob ihr das auch bestellen würdet. Also ich finde, für den Preis war das wirklich ein Schnapper, so viele Düfte zu testen zu können. Das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch wunderschöne Tage. Bleibt gesund und schaut beim nächsten Video mit rein. Abonniert bitte meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und hinterlasst bitte ein Däumchen. Das sage ich so selten. Wenn ihr die Videos mögt und die Person, die das auch darstellt oder das kreiert, bitte unterstützen mit euren Abos und mit eurem Däumchen. Ich bedanke mich herzlich und sage einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Küsschen.